Was geht, meine Damen und Herren? Mein Name ist Ali und willkommen zu einer weiteren Folge von Mario Party 2. In den letzten 7 Parts haben wir Pirate Land gemacht. Und jetzt machen wir weiter mit Western Land. Und ich weiß, diese Folge hat eine kleine Verspätung. Die hätte eigentlich vor 2 Tagen rauskommen sollen. Aber wie die meisten Leute wissen, hatte ich Besuch. Und schön, dass Antivirus jetzt angeht. Das ist echt optimal. Wie dem auch sei, wir machen weiter mit Western Land und verkleiden uns als Cowboys. Und ja, einige Leute haben mich in den Kommentaren gefragt, warum spielst du eigentlich alleine? Warum spielst du nicht mit Freunden? Und ja, meine Antwort ist, wer braucht schon Freunde? Ich habe hier meine besten Freunde. Ich habe hier komm. Mehr Freunde brauche ich nicht. Ich meine, die lassen mich niemals im Stich. Wenn ich eine Party machen will, sind sie immer für mich da. Ja, echte Freunde würden das nicht tun. Forever alone. Na gut, wie dem auch sei, wir stellen 20 Runden ein und machen weiter mit den Boni, denn die Boni sind ganz wichtig. So kann man schnell von dem letzten Platz auf den ersten gelangen und es geht los. Ich sehe das Licht hinter dem Tunnel. Western Land. Oh yeah. Ja, meine Freunde, ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und mein Let's Play schaut. Bisher kommt das relativ gut an, auch wenn ich alleine spiele. Und ja, ich glaube, ich werde das so gestalten, dass im letzten Level werde ich dann Freunde mit einladen. Ich weiß noch nicht wen, aber mal schauen. Aber bis dahin werde ich alleine spielen, denn ich brauche keine Freunde. Ich habe komm. Das sind meine besten Freunde. So, das ist der böse Billy the Bowser. Oh, das ist mal wieder typisch, ey. Hier werden die ganzen Klischees ausgegraben. Und ich würfel eine 9. Das eignet sich gut, aber Mario ist immer noch einen Schritt voraus und ist somit Erster, denn er würfelt eine 10. Ja, ist ja auch egal. Juhu! Und Donkey Kong hat die Arschkarte gezogen und würfelt eine 1. Was jetzt aber nicht so schlimm ist, denn als Letzter hat man es auch relativ gut, denn es gibt einige Vorteile, wenn man Letzter ist. So, der Stern befindet sich da oben. Und ich muss sagen, Western Land finde ich jetzt nicht so geil wie diverse andere. Aber wir kommen noch zu meiner Lieblingsmap. Wir kommen dazu noch. Und da ist Baby Bowser, beziehungsweise Mini Bowser. Ich glaube, Mini Bowser ist sein Name hier. Und in den letzten 7 Parts habe ich angesprochen, dass es doch irgendwie voll lustig wäre, wenn man aus Mario Party 2 ein Trinkspiel machen würde. Also generell aus Mario Party. Und ja, ratet mal, was ich gemacht habe, als Besuch hier war. Oh ja, wir haben ein Trinkspiel aus Mario Party gemacht und es war echt lustig. Also ich muss ganz ehrlich gestehen, ich war noch nie im Leben so betrunken. Ja, also wirklich noch nie. Und das in Kombination mit Mario Party ist entweder ziemlich arm oder ziemlich geil. Also ich persönlich finde es ziemlich geil, weil es hat wirklich viel Spaß gemacht. Und ja, müsst ihr unbedingt mal ausprobieren. Natürlich, wenn ihr mindestens 18 Jahre seid. Ne? Ihr wisst Bescheid. Jo, auf jeden Fall, es hat ziemlich Spaß gemacht. Und ich will, by the way, auch in der ersten Folge von Western Land etwas richtig Cooles verkünden. Und Donkey Kong hätte eigentlich nach links gehen müssen, denn da wäre ein Minispiel, wo er Items gewinnen hätte können. Naja, wie dem auch sei, ich wollte euch was verkünden, und zwar werde ich meine Haare abschneiden, oh mein Gott! Ja, ich habe jetzt seit genau 3 Jahren diese Frisur und ehrlich gesagt, ich will mal was anderes ausprobieren und morgen werde ich mir die Haare schneiden. Das heißt, in der nächsten Iblali-Folge werdet ihr mich mit kurzen Haaren sehen, oh mein Gott! Ich weiß, die Hälfte wird das scheiße finden, aber das ist mir egal, weil, meine Fresse, ich will auch mal was anderes. Und ich habe ja auch ein kantiges Gesicht, aber das sieht man nicht wegen der Frisur. Und daher sehe ich immer noch so aus wie 17, also genauso wie mit 17. Und ja, dieses Spiel ist relativ leicht, also wenn man die ganze Zeit in der Mitte springt, dann kann einem ja gar nichts passieren. Jedoch hat man die Arschkarte gezogen, wenn man jetzt an Mario Stelle wäre. Deswegen bin ich froh, dass ich bei Donkey Kong und Luigi im Team bin. Yay, 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 yay! Na gut, ich muss mich auf jeden Fall so halten. Und dann kann mir nichts passieren. Wow! Okay, das war vielleicht ein bisschen knapp. 2, 1. Und ich hab's geschafft, zusammen mit diesem Affen da. Voller Affe, guck dir mal an, ey, voller Affe. Wortspiel. So, wir bekommen unsere 10 Münzen und können uns schon den ersten Stern leisten. Wir sind alle Erste und Mario hat die Arschkarte und ist Vierter. Tja, da vielleicht als Erster würfeln, ist aber trotzdem Vierter. Jo, es geht ab, Bro. So, ich hoffe, ich würfe jetzt eine relativ hohe Zahl, dann könnte ich... Ja, eine relativ hohe Zahl, 1. Ja, das Spiel trollt mich mal wieder, aber das macht nichts. Ich werde diese Runde gewinnen. Scheiße, ich glaube, Lüti gelangt zum Stern, oder? Nee, schafft es nicht. Alles klar. Ich habe noch Glück gehabt, aber ich glaube, der Stern ist eigentlich ganz woanders. Ich glaube, der Stern befindet sich... Oh nein, oh nein, oh nein.
Geh nicht nach links. Geh nicht nach links. Ah, DK, ich hasse dich. Shit! Gut, ich würde sagen, damit hat DK den ersten Stern. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Okay, wie es aussieht, ist die Map doch ein wenig größer, als ich dachte. Und alle gegen mich. Ich bin mal wieder Forever Alone. Wie war das nochmal mit den CPUs? Die sind immer an meiner Seite und lassen mich nie im Stich. Jetzt sind sie gegen mich. So, Disco-König ist ein ziemlich cooles Spiel. Also ich darf die Tasten bestimmen und die anderen müssen mir, also mich nachmachen. Und wenn sie etwas Falsches drücken, dann haben sie verloren. Ich würde mal sagen, hier, A, Z, runter und B. Ha! Das kann sich niemand von euch merken! Okay, DK hat versagt. Und die anderen beiden sind noch im Rennen. Ich muss mir was anderes ausdenken. Viel mit Z, weil Z ist schwer zu finden. So. In der Mitte habe ich jetzt einfach nichts gemacht. Das sollte sie verwirren. Scheiße. Oh Mann. Ganz ehrlich, CPUs, ich habe euch für dümmer geschätzt. Aber okay, ich habe sie auch auf normal gestellt. Da sollten sie nicht so viele Fehler machen. Und ich bin jetzt auch Dritter. Na gut, ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm. Ich werd das Spiel noch irgendwie schaffen. Mario würfelt eine 4 und begibt sich nach links. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass der Stern sich irgendwo auf der linken Seite befindet. Aber ich werde nochmal sicherheitshalber auf die Karte gucken. So, ich müsste nach links. Und dann wahrscheinlich nach oben. Und dann wieder nach links. Okay, das wäre natürlich cool, wenn ich jetzt eine 10 würfel. Eine 8 tut's auch. Aber ich denke nicht, dass ich ankommen werde. Ja, das ist ziemlich blöd. Also DK wird wahrscheinlich den Stern ganz sicher bekommen, wenn er jetzt über der 4 würfelt. Also wäre es vielleicht doch schlau, ein Item zu kaufen. Und, ja, aber wenn ich jetzt einen Goldpilz kaufe, dann habe ich kein Geld mehr. Was bringt eigentlich der Skeleton-Schlüssel? Also ich weiß, was der Skeleton-Schlüssel bringt, aber wo ist das Tor dazu? Ich werde mal kurz schauen. Da oben direkt. Okay, das ist eine ziemlich gute Abkürzung. Aber viel bringen wird mir das nicht, deswegen will ich erstmal keine Items kaufen. So. 1, 2, 3, dann bin ich auf ein rotes Feld gelangen. Ich gehe lieber nach oben. Auch wenn das Spiel mich hundertprozentig trollen wird und der Stern wird irgendwann auf der linken Seite sein, sobald DK ihn hat. Das wäre dann nicht so cool. Und Luigi würfelt eine 2. Er gelangt auf ein Fragezeichenfeld und ehrlich gesagt, okay, ja, genau. Wenn man auf dieser Stage auf ein Fragezeichenfeld gelangt, fährt der Zug und wenn man sich vor dem Zug befindet, wird man, ja, wegbefördert, kann man sagen. So, der gute DK würfelt eine 8 und gelangt damit zum Stern und ist somit Erster, was er schon sowieso ist, aber das macht nichts. Das macht nichts. Ich werde ihn noch einholen, denn ich bin Yoshi. Übrigens habe ich jetzt schon einiges an Fanpost bekommen und darunter war eine Zeichnung von Yoshi, die richtig, richtig gut gelungen ist. Und die werde ich auf jeden Fall noch zeigen in der... Ja, klar! Und gelangt damit auch direkt zum nächsten Stern. Mann, Mann, Mann. Und wer ist das? Aber ich glaube, der hat nicht genug Münzen, oder? Zumindest hoffe ich es. Nee, er hat nicht genug Münzen, alles klar. Gut, muss hier sowieso nochmal 5 Münzen abdrücken. Gelangt aber zum Minispielfeld und kann jetzt somit ein Minispiel spielen. Ich glaube, ich bin erkältet. Das fängt ja richtig gut an. Ich fange wieder an mit Let's Plays und bin direkt erkältet. Und das bei diesem heißen Wetter. Ja, mein Körper ist schon so ein Noob. Mini-Bowser, 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 komm, krieg den Mini-Bowser. Und er erhält... Ach, schade. Na gut, mit den Pilzen kann er jetzt nicht so viel anfangen. Er kann zwar zweimal würfeln, hat aber die Arschkarte gezogen. Wenn er jetzt zweimal eine 2 oder eine 4 oder eine 1 würfelt, dann hätte es ihm nichts gebracht. Aber wenn DK jetzt... Oh, meine Stimme crackt ab. Ja, ich bin endlich im Stimmbruch. Wenn DK jetzt das Minispiel gewinnt, kann er sich den nächsten Stern leisten und hat damit 2 Sterne, was absolut scheiße wäre für mich. Denn dann wäre es wirklich schwer, noch Erster zu werden. Also, bei dem Spiel muss man einfach nur stampfen, bis man ganz unten ist mit dem Totem. Und je höher man springt und eine Stampfattacke ausführt, desto besser, weil dann gehen die Totem dementsprechend weiter runter. So.
Luigi ist hier mal wieder konkurrenzfähig. Presse, ich kann hier keine Wörter aussprechen. Und ich glaube, ich hab's geschafft. Nein! Nein! Warum? Das wollte ich nicht. Na toll. Also ich stelle mich hier mal wieder an. Aber Wayne, ich kann es immer noch schaffen, auch wenn ich jetzt Lester bin. So. Er würfelt eine 6. Eine 6. 6. Humor eines Sechsjährigen. Gut. Ich muss jetzt. Ich muss mich jetzt definitiv beeilen und eine hohe Zahl würfeln, sonst kriegt DK den. Nee, kann er gar nicht. Ich meine, er hat nur 11 Münzen. Mario kann das Minispiel-Spiel nicht spielen. Minispiel-Spiel nicht spielen. Ach du Scheiße, was ist das für ein Satz? Ja, super. Erst darf ich 5 Münzen abdrücken. Und jetzt gelange ich noch auf dem Bowser-Feld. Was? Schon wieder? Wie unfair ist das denn? Das ist unfair. Ach, na, Bowser, was willst du von mir? Komm, gib mir deine... Ich bin ein Sternpaket. Ja, klar. Insgesamt darf ich 20 Münzen abdrücken. Wie unfair! Gut, den Stern kann ich vergessen, Leute. Gut. Ein Minispiel mache ich noch und dann werde ich kurz schneiden, denn das ist jetzt eine Folge. Und heute, also heute habe ich es ein bisschen eilig, deswegen werde ich jetzt nur diese Folge aufnehmen. Was aber nicht heißt, dass morgen nichts kommt. Keine Sorge. Morgen wird natürlich auch eine Folge kommen. Und Luigi gelangt auch ebenfalls auf das Minispielfeld. Was ich ziemlich fair finde, jetzt hat jeder ein verficktes Item. Oh, ich habe verfickt gesagt. Außer ich. Nee, doch nicht. Doch nicht. Luigi ist bei mir. Okay, was auch immer das bringt. Eine 10, aber natürlich. Und eine 2. Ich habe das dumpfe Gefühl, dass DK so schnell wie möglich zu Boo will, damit er... Luigi ein paar Münzen klauen kann, weil bei mir gibt's ja nichts zu klauen. Man weiß, ich bin eh Vierter und lose hier voll ab, aber das macht nichts. Das macht nichts. Ich werde mir noch eine Strategie entwickeln und das Ding schaukeln. So, hier werde ich beenden und im nächsten Part werdet ihr das nächste Minispiel sehen. Und zwar Himmelsteiger. Also bis dann. Ciao!